Der Stolberger Max Neukirchner gehört aktuell zu den erfolgreichsten deutschen Motorradrennfahrern. Auch wenn er zuletzt bei Tests in Valencia einmal nicht auf, sondern neben seiner Suzuki über die Strecke raste, ist der Sachse bisher mit den Saisonergebnissen zufrieden. Ein Versuch, eine Superpole-Runde zu simulieren, endete im Kiesbett der spanischen Rennstrecke. Das soll Max Neukirchner beim Superbike-Rennen in Valencia nicht passieren. Am 6. April geht es dort für den All-Star-Suzuki-Piloten um Punkte. Danach könnte Neukirchner als Rennfahrer auch im Erzgebirge zu sehen sein. Max zieht die Teilnahme bei der Rallye Erzgebirge durchaus in Erwägung. Diese wird am 11. und 12. April gefahren. Max Neukirchner würde mit einem Suzuki Swift Tempo machen. Bezüglich Formel 1 sei aber vom schnellen Sachsen noch nichts geplant.